Die Vorteile sind von Diversity Management, dass ich die Menschen in ihrer Art, wie sie sind, abhole, ihre Kompetenzen und ihre, also ich meine jetzt nicht nur so die offiziell erworbenen Kompetenzen, sondern das, was ein Mensch an Lebensbiografie, an Erfahrungsbiografie mitbringt, dass ich die mit einbringen kann, dass ich sie mit einbinden kann in die gemeinsame Arbeit, ne? Und dass ich in der Organisation dadurch für die Organisation, aber auch für die Mitarbeitenden gemeinsam erfolgreich sein kann. Wir haben dieses Jahr etwas Fahrt aufgenommen. Wir hatten in den vergangenen Jahren auch ein Diversity Management, jetzt aber getriggert durch das Gesetz zur Chancengleichheit, hat das Ganze nochmal mehr Kraft gekriegt, auch durch den Vorstand, der sich ganz deutlich zu diesem Thema committet. Wir bieten ein E-Training an, das haben wir entwickelt für Führungskräfte, um sie für das Thema Diversity umfassend zu sensibilisieren, ihnen da auch einen Kompetenzaufbau zu machen. Das haben wir auf unserer digitalen Lernplattform zur Verfügung gestellt, wobei dieses E-Training jetzt nicht nur von Führungskräften durchgeführt werden kann, sondern von Mitarbeitern des gesamten Konzerns, steht allen offen. Das ist das eine. Wir haben eine Plattform jetzt eingeführt, mit Role Models zum Thema Flexibilität, unterschiedlichster Art, Kolleginnen und Kollegen, die dort beschreiben, was heißt für mich flexibles Arbeiten, wie kommt mir das entgegen? Und da können sich die Mitarbeiter eben informieren, auch mit den Kollegen in Austausch gehen. Wir sind Mitglied bei der Charta der, beziehungsweise wir haben die Charta der Vielfalt unterschrieben und stehen dazu. Wir sind Mitglied bei der Initiative Chefsache. Das ist so diese Außendarstellung, die Präsentation, dieses Commitment nach innen wie auch nach außen. Das Thema ist uns wichtig. An dem Thema arbeiten wir. Wir haben uns eine Vision gegeben, wir haben uns Ziele gegeben, nach innen auch, und treiben dieses Thema voran und sind immer wieder in offiziellen, aber auch in inoffiziellen oder in lockeren Formaten nehmen wir dieses Thema auf. Und was wir auch gestartet haben, wir haben dieses Jahr mit einer Kongressreihe gestartet, Vielfalt und Innovation, weil das für uns zusammengehört. Also Diversity ist einfach ohne Kreativität und Innovation das eine oder das andere nicht zu denken. Und dieser Kongress ist für uns auch ein wichtiges Instrument, um dieses Thema zu treiben. Ich glaube, das Thema, das Zauberwort, was können wir alle für Diversity mehr machen, ist das Thema noch mehr sensibilisieren. Ich denke, Diversity ist leider noch bei vielen so ein bisschen als Blümchenthema abgelegt. Und das finde ich schade, weil es wichtig ist, weil wir nicht zukunftsfähig sein können, als ohne Diversity, und dabei meine ich jetzt mit wir nicht nur die EnBW, ich meine insgesamt die Gesellschaft, ne? Und das braucht es, weil nur das uns zukunftsfähig macht, und diese Sensibilisierung dafür, aber auch diese Sensibilisierung dafür, was ist eigentlich auch mein Beitrag? Ich glaube, dass jeder Mensch bewusst oder unbewusst zum Thema Diversity beiträgt, im Leben, im Arbeiten, und dafür zu sensibilisieren, zu sagen, hör mal, das machst du ja schon. Ja, da bringst du noch was ein, und du hast aber noch hier Stärken, ja, und von denen wollen wir gerne mehr haben. Bitte gib uns mehr davon, weil das uns alle gemeinsam bei Diversity weiterbringt. Ich möchte jetzt gar nicht in diesen einzelnen Dimensionen denken, weil ich glaube, wir müssen das Ganze einfach ganzheitlich sehen.